Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transportfieber Season 2. Ja, in der heutigen Folge wollen wir jetzt ja unsere Linie hier in Betrieb nehmen. Unsere neue Öllinie, die wir ja gestern, nee, stimmt ja gar nicht gestern, vor ein paar Tagen gebaut hatten. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier unser Industriegebiet haben. Detmold habe ich schon eine LKW-Linie reingebaut. Das Industriegebiet für das Öl. Ah, das Doofe ist, ich komme hier hinten nicht mehr rum. Man könnte so fahren, ne? Mal so. Aber ich komme jetzt hier nicht mehr rüber. Hier oben kommen wir vielleicht nochmal rüber. Und dann Brücke? Ne. Jetzt müssen wir es eher schon so machen. So kommen wir da mit einer Brücke hin. Sieht zwar nicht so schön aus, aber hier in Detmold interessiert uns das nicht. Zack. Hier sind wir eh am Nabel der Welt. So. Hier sind wir am Nabel der Welt. Jetzt ist die Frage, fahren wir dann erst hier hin, dass wir quasi einmal das alles hier abgrenzen. Hier müssen wir jetzt mal eine Straße reinbauen, damit der ein Zebrastreifen ist. So. Weil jetzt deckt der nämlich auch alles andere ab hier, die andere Seite. Ja, jetzt deckt er nämlich auch die andere Seite ab. So, dann fahren wir hier hinten wieder rum. Und geben jetzt dann hier nochmal was ab. Jetzt hier hinsetze. Decken wir eigentlich schon das gesamte Industriegebiet ab. So, brauchen wir nur drei Haltestellen. Hier vorne macht es, wenn wir Glück haben, sogar der. Ja, bis auf dieses Gebäude da. Hier sind so viele Leute. Ja, wir brauchen einen größeren Bus hier, wa? So, ihr kriegt auf jeden Fall mal einen größeren Bus. So, dann ist das hier einmal Frellstedt. Linie 2. Frellstedt Öl. Obwohl es eigentlich Treibstoff ist, aber ich habe es irgendwie mal Öl genannt. So, von hier nach da und da und. Habe ich den jetzt genau dahin gesetzt? Ne, da. Und dahin. So. Sehr schön. Dann müssten wir hier eigentlich auch ein Straßendepot haben. Da. Genau. Viele brauchen wir nicht. Der Strecke. Einmal den, einmal den, einmal den, einmal den. Vier Stück. Sollten erstmal reichen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, und dann schicken wir die auch los. Dann müssen wir jetzt natürlich noch eine Linie machen. Treibstoff. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ob wir das jetzt von hier vorne einmal. Doch, das machen wir so, genau. Dann nennen wir die einmal Raffinerie Detmold. Oder Treibstoff Raffinerie Detmold. Raffinerie. Detmold. Treibstoff. So, nennen wir sie so? Ja, nennen wir sie so. So, dann fahren wir einmal bis hier, dann bis da und dann bis da und dann wieder zurück. So habe ich mir das vorgestellt. Es sieht auch alles sehr gut aus. Ja, so kann man es lassen. Hier wählen wir das freie Gleis. Sehr schön. Hier auch. Und da auch. Ja, perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir das so. So, welches Gleis haben wir jetzt hier ausgewählt? Das hinterste. Alles klar. Was meint er? Wie viele Züge brauchen wir? Wahrscheinlich auch drei, aber wir fangen erstmal mit zwei an. Nimm.
Ich würde ganz gerne mal wieder etwas Älteres nehmen. Irgendwas Älteres. Oh, 5000 PS ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Aber so viel Älteres habe ich ja eigentlich gar nicht. Ja, außer sowas hier, aber es wird ja nur 100. Wo eine 51 hatten wir auch schon nicht mehr lange, ne? 156, die hatte ich glaube ich schon mal irgendwo verbaut. Sonst nehmen wir mal eine 151. Das ist alles zu neu hier. Hier haben wir noch ein bisschen was. Nee, nee, nee. Das ist alles jetzt Schweiz hier. Obwohl, hier steht natürlich schön dick Oil drauf, ne? Ist zwar eine Schweizer Bundesbahn, aber eigentlich ist das uns doch egal. Shame Oil, das sieht doch gut aus. Machen wir das doch. Ja, ist doch wurscht. Wir sind ja für Vielfalt, ne? So. Ich würde hier ganz gerne auch das einfach mal ausprobieren. Die Wagen können ja auch 24 transportieren. Einfach mal diese Wagen hier nehmen. Sind ja auch flüssig. Ah, das ist Flüssiggas. Naja, gut, das ist Flüssiggas. Der sieht auch nicht schlecht aus, der Wagen hier. Der ist ja auch von VTG, aber der kann nur 16. Und der kann wenigstens 120 km/h fahren. Ja, 120 müssen wir schon schaffen. Kann der isolierte Chemie. 120? Der kann auch nur 100. Im Prinzip kann nur der 16er hier. 120, der kann 120. Ist zwar für Flüssiggas, aber ist dann ja nicht auch egal. Der kann nur 100, 100, 100, 100. Dann nehmen wir einfach mal den hier. 320 Meter. 325 ist auch okay. So, dann geht der auf die Raffinerie Detmold. Wie sehen denn die Wagen überhaupt aus? Kann man das lassen? Es leckt hier nur minimal beim ersten Mal. Ja, gut, der kann natürlich jetzt ein bisschen weniger transportieren, ne? PS ist gut. 1500 Meter ist okay. Wie kann der jetzt laden? 408 Einheiten. Oh. Ich sehe gerade, der kann auch Plastik laden. Aber der konnte doch auch Treibstoff, ne? Das ist natürlich wichtig. Natürlich doof, wenn der jetzt hier mit Plastik ankommt. Und mir nachher die LKWs hier Plastik hinfahren. Was wahrscheinlich dann passieren wird. Ja, das kann er, aber er kann halt auch Kunststoff. Und ich glaube, die Städte brauchen die städtisch Kunststoff? Nee, dann ist alles gut. Dann können wir das so lassen. Lassen wir den hier und dann schicken wir hier natürlich jetzt auch einen los. Und den schicken wir auch wieder konventionell auch mit einer Lok natürlich irgendwie. Wie viel PS hatte die jetzt? Könnte eine schöne Green Cargo nochmal losschicken. Oil müsste doch jetzt irgendwo sein. Nicht jetzt blöd? Ist da noch mehr von? Ach, da gibt es noch mehr von. 7600 PS. 7600 hat die natürlich auch. Railpool hat 8200. Lixtrain. Das ist alles schon wieder zu viel Schweiz. Nehmen wir nochmal die hier. Ja. Ist auf jeden Fall in Deutsch vorne gehoben. Güter, die bekommt jetzt wieder die normalen Standarddinger hier. Haben wir nicht irgendwie so Shell? Shell haben wir nicht, ne? Ne, Shell haben wir nicht. DHL haben wir. Esso. 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 Aral, alles super.
Wie lang sind wir jetzt? 240 Meter. Zack. Zack, 308. Kommen auch auf 408 Einheiten. Das ist doch ganz gut. So, dann können wir die auch losschicken. Connecting Europe. Na hier, bei dem Zug leckt das natürlich nicht. Der Zug jetzt so stark am Lecken ist, dann müssten wir den eventuell nochmal austauschen, aber es geht jetzt. So, der kann doch auch 408, ne? 408, ja, genau. Ist zwar ein paar Meter länger, aber kann auch 408 Einheiten machen. Bin ich aber jetzt gespannt, wie sich das dann so entwickelt. Die Raffinerien, die brauchen natürlich immer noch mehr Öl. Ups, den hier. Die produzieren zwar jetzt relativ gut, weil die jetzt natürlich deutlich mehr Öl bekommen, aber es reicht immer noch nicht. Gott, was ist denn hier los? Ja gut, hier sind natürlich jetzt einige Einheiten, die jetzt hier so verteilt werden wollen, ne? Wir haben ja hier nur jeweils einen Pendlerzug hin und her düsen. Habe ich den aufgeteilt? Das ist ja nur... Das ist doch eigentlich auch Schwachsinn. Im Prinzip kann der doch einfach das laden, was er will. Kann er ja dann mehr mitnehmen. Sofort ersetzen. Jo. Der hier war, glaube ich, ein Lehrer mit drin, ne? Fahrzeuge. Der kann auch das. Ah, nee, das können wir nicht machen. Aber tendenziell haben wir hier mehr Treibstoff. Also kriegt er nochmal zwei Anhänger mehr. So. Aber den könnten wir eigentlich auch noch verlängern, ne? Wie lang ist der jetzt? So, 400 Meter geht der auch. Aber das ist natürlich, ein Rangierzug ist natürlich nicht so lang. Der ist jetzt schon 326 Meter lang. Für einen Rangierzug ist das schon ganz schön viel, würde ich mal behaupten. So. Jetzt kommt hier schon wieder der nächste. Also, wir haben jetzt natürlich jetzt Güter hier genug. Bin ich echt mal gespannt. Jetzt müssten die eigentlich, wenn jetzt der Zug hier jetzt anfährt, müsste jetzt ja eigentlich hier drüben mal ein bisschen produziert werden. Und dann hier auch hingeliefert werden. Wenn die Route einmal abgefahren wurde. So, er lädt jetzt hier. Lässt da ein bisschen was frei. Und nimmt natürlich jetzt 248 Einheiten mit. Na gut, er hat aber da immer noch 700 Einheiten stehen, oder? Sagt der ja auch. Aber ich kann keine zwei Züge auf der Route fahren lassen. Das geht nicht. So, den hier umweg. Passiert was? Ne, noch nicht. Jetzt haben wir natürlich hier auch deutlich mehr Verkehr. Aber das sollte eigentlich alles noch kein Problem sein. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt dieses Kapitel auch erreicht haben, und hier das haben, können wir mal gerade gucken, ob wir hier irgendwie eventuell was ein bisschen länger machen können. Den Zug könnten wir noch ein bisschen verlängern, aber da muss ja eine andere Lok kriegen. Weil jetzt hier so eine kleine Rangierlok davor, das gefällt mir dann nicht. Fahrzeugersatz, dann geht die einmal weg. Und dann müssen wir einmal kaufen. Ich hatte ja gerade eben gesehen, ich glaube von Railpool da unten oder so, von den großen, gab es auch noch eine Wendelok. Hier sind ein paar bei. Railpool haben wir hier nochmal. Hier haben wir auch eine Railpool. Die dann hin und her schiebt. So. Dann bekommen wir natürlich da nochmal ein paar mehr Wagen ran. Die können ja 33 Einheiten transportieren. Der hier, der kann 28 Einheiten. Und hiermit können wir natürlich dann 34 Einheiten transportieren. Der ist aber ein bisschen länger. Nämlich die kürzeren. Die kürzeren, wo wir am meisten mitbekommen. Treibstoff 31 können wir hiermit. 408 Meter sind wir jetzt. Oh, das war natürlich die falschen gewesen. Obwohl er da, glaube ich, eh von sich aus schon
von sich aus die Tankcontainer nimmt. So. So. Sofort ersetzen. So, jetzt kommt denn hier eine Railpool ran. Weil die Railian, die kleine Rangierlok hier, die zieht keinen, also die fährt ja keinen 400 Meter langen Containerzug. In real auch nicht. So, und dann müsste ja eigentlich hier locker reinpassen in den Bahnhof. Ja. So, jetzt haben wir hier eine schöne Railpool, eine Vectron. Tor nehmen wir vorne, ganz wichtig. Und die fährt jetzt eigentlich auch wieder rückwärts, ne? Ja, genau. Perfekt. Sehr schön. So, dann können wir jetzt, haben wir eine Kapazitätssteigerung auf 403. Das ist doch schon mal deutlich besser. Das Problem, ich frage mich nur, wo das jetzt alles dann hiermit abtransportiert wird. Doch, hier ist immer alles weg. Also der bringt das hier hin und das verschwindet schon relativ zügig. Ich frage mich nur, wohin. Aber das können wir mal kurz beobachten. Wenn der Zug gleich da ankommt und dann ist auch die Folge schon wieder am Ende. Wo jetzt hier gleich so viele Einheiten hin transportiert werden, die auch relativ schnell verschwinden. Es ist ja mal ruckzuck weg. Aber jetzt haben wir hier mit 30 Einheiten Treibstoff am Bahnhof stehen. LKW 1 und 2 kriegen hier überhaupt gar keine Güter. Kann man schon fast überlegen, ob man die hier rausschmeißt aus dem Bahnhof, weil das mit die größten LKW-Linien sind. Fahren wir mal ab, wenn der Zug jetzt hier angekommen ist, wie das dann aussieht. Ist auf jeden Fall noch so schon mal ein sehr schöner Blick, so, ne? Vorne den Hafen, rechts die Raffinerie. Ja. Und hier das kleine BW, was immer noch nicht so 100% fertig ist. Ja, aber man muss ja immer mal so ein bisschen, ich habe das immer ganz gerne, jetzt habt ihr ja gesehen, das habe ich mich ja ziemlich viel mit der Raffinerie beschäftigt. Vorher habe ich da die Werft auf einmal gebaut. Ich springe da immer so hin und her. Immer da, wo ich gerade Lust drauf habe, das mache ich. Und das ist auch das Wichtige. So, jetzt mal gucken, wo jetzt hier diese ganzen Einheiten hingehen. Wo die hin verschwinden. Der lädt aber viel mehr ab. Also hauptsächlich auf Güter Dattenberg. Mit einem Räser geht viel drauf und Gütertransfer. Und ein bisschen auf LKW 2. Also mit einem Räser, das ist... die blaue hier nach hinten raus, die nimmt richtig viel mit. Gütertransfer ist eine LKW-Linie. Güterdattenberg ist die andere. Und LKW 2 ist die Linie hier dorthin. Hier hinten einmal rum. Okay, die fährt natürlich schon ziemlich viel ab, ne? Gut, okay, aber das ist in Ordnung. Es wird ja relativ schnell alles verteilt. Die Züge nehmen das ja alles gut mit. Dann brauchen wir uns da auch nicht weiter drum kümmern. Und dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und würde mich freuen, wenn ihr in ein paar Tagen wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Tschüss.